Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator mit dem lieben Lullige, der streamt gerade. Hallo. Landwirtschaftssimulator. Ja. Ich stream gerade Landwirtschaftssimulator. Ich glaube, ich nehme mal eine Abkürzung, ne? Damit auch ein Hallo von mir an deine Zuschauer. Ich bin erkältet. Ich auch. Bleibt von dem Bildschirm fern, sonst könntet ihr euch anstecken. Ja, die Webcam zukleben. Meine ist aus. Meine hat sowieso so eine scheiß Auflösung. Ach, meine habe ich mir neu geholt. Die kann auch 1080p Breitbild. Und hast du nicht gesehen, Gesichtserkennung und weiß Gott was. Was für eine hast du eigentlich? So eine Logitech? Logitech, oder wie? Ja. Achso, du hast dann diese Über-Webcam? Nee, es gab noch bessere. Aber die kann das auch schon. Gesichtserkennung, 1080p und Breitbild. Und 60 Bilder pro Sekunde? Locker. Ja, das merkt man an deinen Videos. Die ist richtig smooth. Vor allem, die kann, normalerweise braucht man ja noch extra Licht ins Gesicht, damit das funktioniert, ne? Das macht die selbstständig. Das darf ich nicht reinmachen, dann siehst du mich, da siehst du gar nichts mehr. Das ist fresh. Das ist fresh. Ich hab hier noch einen Feigling rumstehen. Oh. Bei Feld 26, wenn du nachher irgendwann offline die Goldcoins suchst, ne? Mhm. Unter Feld 26 an dieser Holzbrücke, das ist im Moor. Da musst du höllisch suchen, bis du die Scheiße findest. Ja. Da musst du wirklich zwischen diesen Seerosenblättern dich durchwuscheln und nachgucken. Anton und ich haben da eine halbe Stunde dran gesucht, wo das ist. Im Moor. Ich sehe gerade kein Moor. 26. Unter Feld 26 am Wasser. Das sind Seerosenblätter. Und so ein Goldcoin ist mega versteckt in so einem Seerosenblatt drin. Unter Feld 26. Ja, da am Wasser an der Brücke. Da ist ein Coin. An den Seerosen. Mhm. Also ich brauche nur noch 4 Coins, dann werden die mir eh angezeigt. Ich habe dir auch ein Bild geschickt mittlerweile, wo du mehr siehst. Also nicht okay. Alle, aber ein paar mehr, auf jeden Fall. Ruckel, ruckel, ruckel. Bei mir ist gerade die Ruckelparty. Holz Echt? Interessiert mich nicht. Ich will mein Holz. Das Gute ist mit dem Anhänger, das Holz kippst du hoch, fährst vor und zurück, dann wird alles rausgeschleudert, ne? Ja. Fährt von alleine raus, weil die Luke groß genug ist. Genau, das ist das Gute an dem Anhänger. So, alles ist raus. Ey, ist dir schon aufgefallen an meinen Videos, ich habe ein Wasserzeichen drin. Habe ich, glaube ich, bei mir auch. Das L. Ich weiß gar nicht, habe ich ein Wasserzeichen bei mir drin? Ich glaube nicht. Ich habe das einfach mal ausprobiert, habe ich einfach mein Logo reingesetzt. So, was mit Just for the Lulz. Apropos Logo, ich weiß nicht, ich bräuchte mal irgendwie auch mal ein neues. Weil ich habe noch Minecraft und so viel Minecraft mache ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, meine Zuschauer wollen lieber Minecraft sehen. Sowas wie Bed Wars auf jeden Fall oder Sky Wars oder... Ne, Bed Wars kommt am besten an. Ja, gleich mal eine Folge aufnehmen, wenn du Bock hast. Ja, Bed Wars auf jeden Bed Wars müssen wir. Weil ich bin mega schlecht da drin, ich fuck mich mega schnell ab und das lieben meine Zuschauer. Wenn ich Rage quitte. Da mach ich mit. So, ich weiß noch nicht, ob ich aufnehme. Deine Schwester ist noch Training, ne? Ja. Okay. Die trainiert Tippen. Das ist gut. So, kurz muten, Nase putsche. Ich habe eigentlich so eine Push-to-Mute-Taste. Aber irgendwie benutze ich die nie.
Scheiß auf Push to Mute. Mikro hochklappen. Geht nämlich mittlerweile bei Discord auch. Ich weiß nicht, ob es ein Update gab oder so. Helfer J hat seine Arbeit erfolgreich beendet. Das freut mich doch, Helfer J. Du bist ein guter Mensch. Feld 18 ist kleiner als 19, finde ich. Kostet aber mehr, ne? Moment, muss ich nachgucken. Feld 18 ist kleiner als 19, kostet... Wo ist denn Feld 18? Bei mir gerade. Wie viel... Da. Nee, das ist ein bisschen breiter. Und 71 Hektar. Ich fahr mal zu Feld 19. Musst du gar nicht, man kann das ja oft irgendwie nicht mehr besuchen. Oh, gut. Ist wie viel Hektar? 71. 71 Hektar ist meins. 0,71? Ja. Bin ich jetzt gerade am falschen? Nein, ich bin bei Feld 24. 0,71 besuchen. Hier 0,58. Aber wenn wir das kaufen, vergrößern wir das eh. Ja, 19,95 machen wir auf Maximum, ey. Du hast 12.000, okay. Ja, ist nicht so viel. Ja, setzt jetzt überall Raps an, oder? Irgendwie schon, ja. Geil. Das bringt richtig Cash. Und vor allem, du brauchst ja nicht drei Leute, die das hier fahren. An dem Stück hier, du hast da noch was, ne? Ja, die kleine Ecke da, ne? Ja, da habe ich einen Trick für. Du, genau, so rum. Du musst manchmal so rum, manchmal so rum fahren. Jetzt gerade fahren müssen, oder so rum, ja. Das ist, weil das leider so schief ist, nochmal. Also ich habe, indem ich so gefahren bin, habe ich schon alles rausgekriegt. Ja, reicht. Der Fitzel scheiß drauf. Hatschi. So, mein Timer hatte ich eigentlich gestellt. Hoffentlich läuft der noch. Ja, der läuft noch. Super. Zuschauer 0, beziehungsweise 1. Also ich bin ja schon 35 Minuten am Stream. Ja, und nicht 8 Minuten am Aufnehmen. Danach Bad Wars auf Gommel. Man ja, sieht einfach auf meinem Screen. Man sieht einfach nur, wenn ich auf meinen. Wenn ich raustappe, sieht man einfach nur ein riesiges lullige 98 Banner. Und meine Taskleiste, aber ganz ehrlich, easy. Ja. Nicht irgendwie Werbung oder so, nein. 64.000 kostet das Feld gerade, ist aber was angesät. Ich weiß nur nicht was. Ist ja gleich erkennbar, warte. Raps. Feld 19 ist Raps angelegt. Ja, das kauft man sowieso erst, wenn da überhaupt nichts drauf ist. Ja, aber es ist angesät und es wächst schon ordentlich. Die Bäume, Zwischenfrage. Bei den Bäumen, die so jetzt gerade, sagen wir, am Wachsen sind, kriegt man die jetzt irgendwie weg oder muss man warten, bis sie ausgewachsen sind, die Drecksdinger? Welche Bäume wachsen denn? Die kleinen, die dazwischen. Oder kriegt man die mit dem Flug weg? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das sind keine Bäume. Ich glaube, das sind Sträucher. Die kriegen wir, glaube ich, gar nicht weg. Ich hole mal einen Traktor und dann fahre ich mit der Walze drüber. Nein, ich fahre mir deinen kurz. Dann fahre ich mit der Walze drüber. Weil die anderen Traktoren sind gerade in use. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich brauche ja gerade nicht. Ich bin gerade voll happy. Ich habe einen durchgehend guten Stream-Zustand. Und... Weil irgendwie auf Windows 7 hatte ich immer so zwischendurch, ja, dann hat der Stream mal an Qualität verloren. Boah, du Fixbaum, kannst du jetzt nicht... Mann, ich habe jetzt schon 600 Schnitte. So, parken wir den mal ein bisschen weiter hinten, holen wir uns die Walze.
Danke, dass das Drecksding mal fällt. Kannst du auch direkt, nee, wusstest du, dass du, wenn du mit einer Walze über... über Gras fährst? Dann ist das Gras einmal weg und das wächst auch nicht mehr wieder. Ich weiß. Mit der Walze musst du aufpassen, wenn du die wieder hinstellst. Ne, passiert nichts. Nur das Gras ist weg. Okay, das war jetzt Absicht. Ich wollte nur, dass er umfällt. Okay, also die, das hier ist ein Baum, der wächst wahrscheinlich noch. Das hier sind hässliche Bäume. Oder werden das auch noch Bäume? Ich weiß es nicht. Sonst hol mal den Flug und probier es einfach mal. Du willst hier bis außen hin? Ich will bis an die Straße dann, wenn ran, ja? Ey! Ach nee, der Baumstumpf ist doch nicht weg. Ich dachte schon, mit der Walze drüber fahren wäre der Baumstumpf weg. Das wäre ja über. Aufrichten! So, Part nach 8000 Schnitten kriegen wir es auch mal hin. Hoffentlich. Hier noch mal ein paar, 3-4 Schnitte. So einen Flug holen? Ja. Ich weiß halt nicht, ob der was bringt bei den Scheißsträuchern, aber ich denke, ich hoffe es. Ich denke und hoffe, dass der was bringt. Weil die kleinen Dinger, das sind Bäume. Die wachsen wahrscheinlich noch und dann kannst du die fällen. Ich glaube nicht, dass die wachsen. Bei mir hast du jetzt die Walze abgestellt. In-game? Ja, ach so, im Stream. Ja, weiß ich. Ja, wäre doch kacke, wenn du die gar nicht wegkriegst. Hier, diese komischen Scheißsträucher. Z. Alles klar. Da bist du, den hast du nicht erwischt. Den hast du voll erwischt. What's the result? Nothing. Das ist echt nervig. Das hier glaube ich schon, dass das noch wächst, weil das ist ein Baum. Der wächst 100 pro noch, aber dass die Büsche nicht weggehen. Ey, das ist mega erbärmlich, finde ich. Ich schnapp mir gleich nochmal mal den großen Anhänger, ne? Ja. Oder kannst du mir den bringen? Ja, ja. Kein Ding, kann ich machen. Würde ich nämlich die Bäume hier schon mal alle wegfällen. Oh ja. Ist gerade jemand gekommen? Ja, meine Oma ist gerade dran. Jetzt. Alles klar. So, hier. Da machst du nix. Meine Oma ist gerade gekommen und hat mir Tee gebracht. Richtig cool. Cool. Nicht boah, gut. Ich hol mir auch gleich einen Tee. Dann machen wir kurz Pause nach der Aufnahme. Oder dann beende ich da meinen Stream. Ich bin bei 41 Minuten. Das finde ich ein ganz okayer Stream. Und ich habe einen Typen gehabt, der mir zugeschaut hat. Und der hat was reingeschrieben. Ey, mein erster Kommentar von einer Person, die ich nicht kenne. Ich bin so stolz. Ja, du, ich würde an deiner Stelle Bedwars aufnehmen. Bedwars gibt immer Zuschauer. Gerade wenn du so scheiße bist wie ich. Siehst du aus, als wäre ich gut? In Bedwars? Also Minecraft PvP? Nee, danke. Skywars? Wir können ja am Anfang Bedwars und danach Skywars. Weil Skywars bin ich. Bedwars bin ich erst gut, wenn ich einen Bogen in der Hand habe. Nee, weil bei Skywars bin ich geil drin. Also. Ich nicht.
Das hast du ja beim letzten Mal gesehen. Also Skywars kann ich eigentlich gut, da habe ich kein Problem mit. Ich bin ja ganz offen und ehrlich, ich möchte jetzt nicht als Noob abgestempelt werden, aber ich bin einfach nicht gut, weil ich es nicht mache. Nicht oft mache. Ja, ich habe ja mit Anton zig Stunden auf Skywars verbracht. Naja, Anton ist mittlerweile auch nicht so schlecht. Ja, Anton hat ja auch schon zig Kids. Gar kein Kid, sondern die Anfänger-Kids. Ja, ich habe mittlerweile Kid Assassiner, hätte ich lieber Hasenfoto genommen. Weil Hasenfoto hat Schärfe und Rückstoß. Ja, ich weiß. Alter, ich glaub, Rückstoß ist und Federfall 10. Ja, du springst einfach von irgendwo runter, bye-bye, Alter. Out of map. Kriegst trotzdem keinen Schaden. Ja, doch. Sei denn, du springst ins Void. Ja, Anton baut sich immer so 40 Blöcke hoch, dass die denken, ja, okay, der verpisst sich. Und dann macht er einfach, hier, fuck you, hier bin ich. Und dann, bam, weg, out of map mit dem. Das ist natürlich taktisch geil. Ja, vor allem die raffen's einfach nie. Aber wir hatten einen Typen, der hat sich 3 Runden hintereinander das auf selbe reinfallen lassen. Geil. Aber bei Skywars ist das einfach so. Je schneller du Mausklick benutzt, desto dann bist du der gewinnt. Ich hab die Doppelklick-Taste. Zählt das auch? Das zählt auch. Vor allem auch wenn du kannst mit 1.10.10 joinen, da ist aber 1.8-Technik drauf. Ja. Ich bräuchte mal eine neue Maus. Fällt mir gerade auf. Meine Maus hatte sie schon in der Hand. Mal gucken, ob man sieht. Ja, genau, man sieht es. Hier, das ist schon alles abgegriffen, die linke Maustaste. Da ist so eine Beschichtung drauf, so eine Matte, und die ist auf der linken Maustaste schon richtig abgegriffen. Bei mir ist keine Beschichtung drauf. Ich habe so eine Zelotes Gaming Maus, die hat 16 Euro gekostet und ich bin super zufrieden damit. Anhänger. Anhänger hello oder auch nicht? Hello. Trecker alle Benutzung oder wie sieht's aus? Irgendwie schon. Ja doch, alle in Benutzung. Ja, nehme ich das Auto, kein Problem. Viel Spaß. Wir brauchen für einen Traktor. Kannst du irgendwann mal Escape über der Tankstelle bei Feld 3 und 4, das ist so ein Haus, ne? Siehst du das? Auf der Minimap? Moment, ich gehe drauf. Über Feld 3 und 4, ja? In der Mitte, zwischen den beiden, ist so ein kleines Haus. Über Feld 8 ist ein kleines Haus. Zwischen Moment, Feld 3 und 4. Also 3 und 4, ja, da ist ein Haus. Genau, da müsstest du mal hin und da kannst du die Eier abgeben. Ich glaube, das kannst nur du als Admin. Das müssten eigentlich alle können. Nee, ich konnte es nicht und Sebastian auch nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich sammle noch mal ein paar. Bei mir steht auch nicht plus 1 Eier oder so. Wir sammeln die ein, aber kommt kein plus 1. Deswegen glaube ich nur, dass du das kannst. Ja, das wäre doch voll scheiße. So, gehst du alle zwei Tage mal dahin und gibst die ganzen Eier ab, dann kriegst du richtig Cash. Vielleicht kriege ich auch die Eier. Ja, das vermute ich nämlich, dass nur du, egal wer die einsammelt, du die aber kriegst. Sonst geh da einfach mal hin, ihm. Ja, tust ja. Ich habe gerade Geld gekriegt. Wo bist du hingegangen? Zu den Hühner und habe 216 dafür bekommen. Für alle Eier? Ja. Ja, siehst du, nur du kannst sie abgeben. Aber alle sammeln sie ein. Nice. Ja, genau. Weil da kannst du die Eier abgeben. Es ist mir aufgefallen, als ich die ganzen Goldcoins eingesammelt habe. Da musste ich einmal über die komplette Map heizen und dann ist mir das aufgefallen. So. Ja, ich sammle gerade auch alle Coins hier auf der Map im Singleplayer. Hä? 6 habe ich. Achso. Das hört sich wenig an, ist aber gar nicht so wenig. Nee, wenn weil ab 10 sieht man alle und dann ist locker easy. Wenn du alle siehst, dann hast du schon gewonnen. Ja. Vor allem, was ich besser fände,
Du siehst alle bis 75 und dann verschwinden die wieder. Das fände ich besser. Mehr Herausforderung. Mhm. Aber ich habe mir meine Minimap eh abfotografiert, weil ich einfach safe. Sicher. Mir hast du das Foto schon geschickt, ne? Ja, hab ich. Geil. Heißt, du sollst den Rest jetzt locker finden. Also ich habe jetzt schon 27 Minuten von dem Nuggets Farm aufgenommen. Diese 27 Minuten werden Teil einer großen Timelapse. Dann lasse ich das einfach, ich glaube, in zehnfacher Geschwindigkeit laufen. Weil die Timelapse ist wichtig, damit man nicht behaupten kann, dass man cheaten kann und man kriegt, man alle Coins gesammelt hat. Das ist eine Million. Deswegen, leider ist das nicht im Multiplayer möglich, was ziemlich OP wäre, weil dann hätten wir. Das ist schon lange. Dann wäre das erste, was wir, glaube ich, gemacht haben. So, deins hat gerade geklingelt. Sollen wir dann die Aufnahme beenden? Ja, ich würde noch gerne die Baumstämme hier einmal, die zwei, die hier nebeneinander liegen, reinwerfen. Dann beende ich jetzt auch hier gleich den Stream. Machst du eben mit, noch kurz hier? Die Eier einsammeln, nee, oder was? Nee, Baumstämme. Eier habe ich eingesammelt, bevor du die verkauft hast. Okay, ich habe auch noch eins. Ich gucke noch hier oben, muss das noch gegrubbert werden? Nein, wunderbar. Das heißt, es ist alles gegrubbert, es muss nur noch gesät werden. Eins muss gesät werden, ne? Einhalb. Weil der hört ja auf mit säen, wenn du ausmachst. Ja, ich weiß. Also, können wir ruhig aufhören dann. Gut, würde ich sagen, ich komme noch zu dir. Hälfte bei dem Holz. Ja, ist jetzt unwichtig, das kann ich auch gleich jetzt Aufnahme beenden. Ich finde, ich schneide, es gibt sogar einen Mod, dann schneidest du die Stücke immer gleichmäßig, so alle 1 Meter oder so. Aber ich finde, das kannst du auch gut per Augenmaß machen. Ist egal. Hoppala. Das mit dem hohen Anhänger, das ist noch etwas schwierig, aber. Ja, drüber springen. Muss halt hochheben und reinspringen. Ja. Nicht werfen. In der Hand halten. Das ist das Wichtige. Oder wenn du die maximale Entfernung hast, die du, was Festhalten angeht, haben kannst, dann kommst du auch so gerade eben drüber. So, du hast Aufnahme beendet? Nee, die läuft noch. Die ist noch am Laufen hier. Ist doch wichtiges Material. So, dann machen wir das hier jetzt noch. Yeah. Ganz kleines Stück, okay. Und ich nehme es am äußersten Ende, damit ich bloß nicht ins Ungleichgewicht komme. So. Also dann. Julian, stell dich aufs Auto. Das war's von dieser Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und von diesem Livestream auch. Den Livestream seht ihr bei Lullige. Kanal, Link in der Beschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, es ist berichtigt. Bis dahin, euer Löwe. Willst du noch was sagen? Ja, ich beende hiermit den Stream. Ich bedanke mich bei dem einen Zuschauer, der da war. Ich bin so stolz. Wir sind Fake. Ja. Macht's gut, bis dann. Ciao. Haut rein, tschüss.